Ich begrüße euch zu einem wunderschönen neuen Video hier auf meinem Kanal. Natürlich wieder ein Hardware-Video. Vor einigen Tagen, da gab es ja auch schon eins, und zwar das SLI-Projekt, das ich lange angekündigt habe, wo ich viel gelernt habe, und da haben wir zwei GeForce GTX 1080 im SLI-Verbund laufen lassen. Ich habe euch gezeigt, wie man das Ganze zusammenbaut. Ich habe euch den Benchtable Pin von Ryzentec vorgestellt und auch noch andere Sachen. Ich fand das Ganze sehr interessant. Die Frage ist natürlich jetzt, wie steigern wir dieses Projekt nochmal? Also wie steigern wir 2 1080? Natürlich, wir nehmen einfach 2 MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti mit jeweils 11 GB GDDR5X, also insgesamt sage und schreibe 22 GB Videospeicher. Ich würde sagen, das ist schon mal eine Hausnummer, aber dieses Mal übertreiben wir es noch ein bisschen mehr und nehmen uns direkt von MSI einen Komplettrechner, einen High-End-Komplettrechner zur Brust und schauen mal, was der so für Power hat. Der Aegis Ti3 ist das Flaggschiff der Komplett-PC-Armada von MSI und kostet in der normalen Version, Leute, festhalten, sonst fallt ihr vom Stuhl, mit zwei normalen 1080 Grafikkarten insgesamt 4.999 Euro und ist damit wirklich richtig teuer. Aber auch vollgepackt mit allerhand High-End-Hardware. Dieses Modell, das ich hier stehen habe, besitzt allerdings zwei 1080 Ti. Viel mehr Leistung geht im Grunde nicht mehr, vor allem nicht auf so kleinem Raum. Denn der Aegis Ti3 vereint High-End auf kleinstem Raum und sieht dabei noch verdammt schick aus. Erinnert auch so ein bisschen an eine Kombination aus einem Shishu sowie einem Raumschiff, denn er thront leicht schräg auf einem separaten Standfuß und die Front wirkt, als würde uns der Aegis richtig böse anschauen. Die verbauten LEDs sind in mehreren Farben beleuchtbar und auch das seitlich durch ein Gitter schimmernde Innenleben lässt sich bunt illuminieren. Im Aegis befinden sich getrennte Kühlkammern. Mainboard und Gehäuse sind daher füreinander konzipiert und auch untrennbar miteinander verbunden. Trotzdem lassen sich verschiedene Komponenten bei Bedarf austauschen oder erweitern. Auf den beiden ausklappbaren Teufelshörnern findet ein Headset Platz, beziehungsweise zwei, wenn ihr zwei nutzt, was aber gar keinen Sinn macht, ist ein einfaches, aber nützliches Feature, das bei Nichtgebrauch einfach weggeklappt werden kann und nicht stört. Am hinteren Ende befindet sich außerdem ein Griff, um den 14 Kilogramm schweren Rechner mit einer Hand zu tragen. Der Aegis Ti3, den Namen kennen wir mittlerweile, glaube ich, auswendig, verwendet den starken Intel-Prozessor Core i7-7700K aus der Kaby Lake-Reihe. Die vier Kerne der CPU arbeiten im Standardtakt mit 4,2 GHz und im Boosttakt mit maximal 4,5 GHz. Auch in puncto Arbeitsspeicher hat es MSI mehr als gut gemeint und insgesamt 64 GB DDR4 im SO-DIMM-Format verbaut. Das dürfte für die nächsten Jahrzehnte ausreichen, denke ich. Viel mehr geht nicht mehr, wie eben bereits angesprochen, der Aegis Ti3 ist mit insgesamt 2 GTX 1080 Ti ausgestattet und kommt insgesamt auf beeindruckende 22 GB Videospeicher. Doch auch an schnellen und vor allem viel Speicherplatz ist gedacht worden. Das Betriebssystem Windows 10 64-Bit, verschiedene Programme und Spiele befinden sich auf zwei Plex Store SSDs mit insgesamt 954 GB Speicher im geschwindigkeitssteigernden RAID 0 Verbund. Auch in Sachen Speicher ist also schon das Beste vom Besten verbaut. Viel mehr geht nicht. Weitere Daten wie Filme oder Musik finden mehr als ausreichend Platz auf einer konventionellen Festplatte im 3,5 Zoll Format mit satten 2795 GB. Um das gesamte System mit genügend Strom zu versorgen, befindet sich im Sockel des High-End-Rechners ein 850 Watt Netzteil. Eine Wasserkühlung sorgt zudem für die entsprechende Kühlung der CPU. Auch in Bezug auf Anschlüsse ist an alles gedacht worden. So bietet der Aegis unter anderem zwei USB 3.0 Anschlüsse sowie einen USB 3.1 Typ C Anschluss an der Front. Außerdem gibt es noch einen VR Ready HDMI Anschluss, der von der Grafikkarte an der Rückseite mit Hilfe einer mitgelieferten Durchleitung vorverlegt wird. Am Mainboard selber befinden sich insgesamt 6 rote USB 3.0 Buchsen sowie zweimal USB 2.0. Aber ihr fragt euch jetzt sicherlich, so viel Geld für so viel Leistung, wofür ist der Aegis Ti3 denn überhaupt gedacht? Ich denke, es erklärt sich von selbst, dass ein solcher Rechner für Office-Anwendungen und selbst für die Bearbeitung von Bildern oder Videos absolut überdimensioniert und einfach viel zu schade ist.
Der Aegis ist für die Wiedergabe von Videospielen geschaffen worden und zwar nicht in lächerlicher Full-HD-Auflösung, sondern natürlich in einer 4K-Auflösung mit maximalen Grafikeinstellungen. In Full-HD wird es zwar kaum ein Spiel geben, das mit zwei 1080 Ti keine dreistelligen FPS liefert, allerdings mangels eines entsprechenden 4K-Bildschirms habe ich mich dennoch auf die Full-HD-Auflösung beschränkt, in Zukunft dann vielleicht auch in 4K, wer weiß. Ich habe verschiedene moderne bzw. sehr hardwarehungrige Spiele wie beispielsweise PlayerUnknown's Battlegrounds, Battlefield 1, Crysis 3, Star Wars Battlefront sowie The Vanishing of Ethan Carter getestet und die Grafikoptionen bis zum Anschlag hochgeschraubt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen und auch spüren lassen und ganz ehrlich Leute, ich habe noch nie so flüssig gespielt. Ein Battlefield 1, also die Singleplayer-Kampagne natürlich, damit man es auch vergleichen kann, kratzt regelmäßig an den 200 Frames, während sich der Aegis beinahe langweilt. The Vanishing of Ethan Carter kommt bei einer Skalierung von 200% und maximalen Grafikeinstellungen auf flüssige 60 Bilder und bei Crysis 3 langweilt sich der Rechner ebenfalls bei minimal 100 Frames. Bei dem Benchmark 3D Mark komme ich bei Firestrike Ultra bei einer Rendering-Auflösung von 3840x2160 Pixel auf insgesamt 11.588 Punkte und damit besser als 97% aller bisher getesteten Systeme. Bei Firestrike Extreme für Multi-GPU-Systeme und übertaktete PCs erhalte ich 20.416 Punkte und damit ein Ergebnis, das besser ist als 99% aller bisherigen getesteten Systeme. Und bei dem DirectX 12 Benchmark für Spiele-PCs TimeSpy kommt der Aegis auf 12.695 Punkte und ist damit schneller als 98% aller bisher getesteten Systeme. So viel Leistung in Kombination mit einem solch kompakten Gehäuse kann natürlich auch Nachteile haben. So steigt die Temperatur im Inneren, gerade bei aufwendigen Spielen, schnell an und die Hardware wird schon ordentlich heiß, wodurch dann natürlich auch die Lüfter ordentlich hochdrehen und auch der Geräuschpegel steigt. Bisher hat mich das aber weniger gestört, vor allem auch, weil ich mit dem Headset spiele und so laut ist es jetzt auch nicht, aber man kann es auf jeden Fall schon sehr, sehr gut hören. Insgesamt kostet der Aegis Ti3 zwar verdammt viel Geld, bietet dafür aber auch eine ganze Menge Power, High-End-Komponenten und sieht darüber hinaus richtig schick aus. Wer die maximale Leistung haben möchte, aber nicht selber basteln will und einen großen Geldbeutel besitzt, das ist auch wichtig, der macht mit dem Aegis Ti3 sicherlich nichts falsch. Falls euch die verbaute Hardware aber noch nicht ganz reichen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, dann könnt ihr beispielsweise eine noch stärkere Grafikkarte wie eine Nvidia Titan X verbauen. Platz ist zudem noch für zwei weitere HDDs oder SSDs und auch eine weitere schnelle M.2 SSD findet noch Platz. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt einen kompletten PC kaufen würdet oder lieber selber bastelt. Also bei mir ist es ja so, ich bastel lieber selber und außerdem 5000 Euro habe ich auch nicht einfach so in der Geldbörse herumfliegen. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat oder einen Daumen nach unten, wenn es nicht so geil war. Insofern, man sieht sich im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis dann.